Neuer Part und neues Glück. Hier bin ich wieder. So. Ja, wir ziemlich big. Big, bigger, biggesten. So, natürlich ist hier dunkel. Deswegen habe ich auch das mit. So, da was. Da was. Da was. Star Wars. Star Wars. So. Da, da und da. So, dann will ich hier das Spiel jetzt eventuell ein bisschen tun. Auch ist das jetzt, das ich jetzt gerade hingebaut habe, fragt mich halt bitte nicht. Ich habe gerade mittendrin einfach mal wieder Ideen. So wie ich hier. Wie sie. Ja, ihr müsst euch halt vorstellen, das wird halt jetzt gerade wirklich eine Holzhütte. Auch das kommt hier so weg. Also hier. Ich hoffe, dass da oben nichts spawnt. Wenn, dann muss ich da was erledigen, aber das wird schon passen. Also mir geht es ja gerade ein bisschen um die Inneneinrichtung des Gebäudes. So. Zweite Reihe war das. Erste Reihe war das. Das weg. Vorübergehen lasse ich das hier da. Na gut, hier soll ein kleines Fenster ran. Hier, das wird noch ein bisschen ausgehoben. Hier, das hier mache ich jetzt als erster. Ich glaube, ich nenne einfach die Parts Glashütte 1, Glashütte 2. Also hier wird sowieso noch alles ausgehoben, weil ich will das jetzt hier im Schnelldurchlauf machen. Also hier kann ich eventuell noch so eins hier machen. Das will ich gerne weg. So. Ja, also hier kommen auch gleich einiges an Öfen hin. Deswegen halt auch diese, ja, Abstände. Aber erstmal drei Türen. Nee, erstmal schlafen gehen. Nice. Oh, 19. Egal, ich kann es eh nehmen, ist für die Tür. 1, 2, 3. So. Gib mir deinen Helm. Schade. Ich habe meinen Helm schon verloren. Ach gut. Ich habe mein drittes Tor gar nicht gebaut. Egal, komm. Das nehme ich jetzt mal ein bisschen weniger ernst. Dass ich auch ein bisschen Glück haben, dass ich das alles habe. Natürlich nicht. Das kann mich da ein bisschen herum erkunden. Auch gut. So. Ich schau mal kurz dahin, wenn nicht. Wir sind gerade ein bisschen doof. Da ist er, Gott sei Dank. Egal, das wollen wir lieber nachrennen als ein bisschen doof auch gerade irgendwie. Dass ich irgendwie meinen ganzen Sand nicht mehr hab so. Ja, es passt auf den ersten Moment nicht so gut rein, der Holzfäller, aber das ist halt so. Ich kann da gerade nichts ändern. Wir haben alles so ziemlich holzlastig. Was jetzt auch nicht so ganz meins ist. Alles aus purem Holz. So. Aber Holzansätze sind ja dabei, deswegen ist es ja schon irgendwo gut. So. Ah.
Wir wissen ja, dass man ja Sand braucht. Und deswegen würde ich hier gerne für den Typen, der hier arbeitet, auch ein bisschen Sand immer übrig haben, dass er weiß, okay, hier kann ich was bauen. Hier habe ich meine Materialien. Das ist für jeden, der arbeitet, ja wichtig. So. So. Gut. Vorher, damit es auch ein bisschen warm bleibt. Na gut, hier kommt das Glas hin, das mache ich dann so. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zum Steinmetz und das ganz einiges an Steinen, was mir doch im Herzen fast wehtut, zu Öfen machen. Ja. Haben wir doch gedacht, ich mache auch hier in der Nähe, nicht neben den Kühlerer, das Gebiet, also den. Der Kunde braucht mehr Kohle für das. Also er kann rübergehen zu seinen Arbeitskollegen, sagen, hey du, ich brauche ein bisschen Kohle. Und der sagt, okay, gebe ich dir, dann merkt er, mein Sand geht langsam aus. Geht er zur Sandgrube vor. Also, es ist alles ziemlich in der Nähe. Das war mir jetzt wichtig bei dem. Nur halt, man darf nichts zusammenbauen und ja. Das ist, glaube ich, irgendeiner von dem Gelbs ziemlich schön eingefahren, weil er das nicht wusste und die Idee war gut. Aber leider wird es nicht genehmigt. Ja. Problem ist halt auch, er hat schon seinen Sandgräber dort gehabt. Das ist nicht so wie bei mir, dass ich einfach sage, hier, ich mache. Das halt einfach nur, damit er was hat, so seine Arbeit verrichten kann. Und er hat ja schon eigentlich. Aber ich habe wirklich 74. Egal. Bruchstein brauche ich immer. Ja. Man merkt einfach, ja, also. Es ist auch irgendwie total komisch, weil im Grunde, es ist total komisch jetzt zu sagen, wir sind jetzt gerade dann gleich weiter, also vielleicht, weil eventuell weiter. Ich will noch ein bisschen was verschönern, ein bisschen was genauer bauen. Im Moment ist alles ziemlich schnell hingeklatscht. Aber wir sind da schneller als Team Gelb. Weiß nicht im Moment, wie viele sich beteiligen, eigentlich viele. Aber viele wollen schon sowas wie Rathäuser haben, anstatt schnell durch die Punkte zu gehen. Ja. Das merke ich halt im Moment. Aber das ist wie gesagt. Also ich denke mal, das ist gerade für unser Team, also gerade für mein Team im Moment eine ziemliche Stärke. Dass die eben das, sag ich mal, auch jetzt mal einen Vorteil genießen können nach der Niederlage vom Wochenendevent vom allerersten. So. Gut. Das ist schon mal einer der Hauptinnenbereiche, das auch. Dann zwei Gläser habe ich ja irgendwo bei mir. Und endlich noch die letzte Tür und da muss ich noch ein paar Holztreppen bauen. Ich habe auch ein bisschen auf die Uhr schon. So. Gut. Wo ist der Dreck? Ich meine, das geht mir das richtig auf die Eier, die Slimes. Aber wir einfach nur ganz in Ruhe arbeiten und überall den Slime. Darf es ja nicht sein.
Was für einen Boden mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube, den ganz normalen, ja. Nee, Holzboden wäre zu gefährlich bei einer Glaserei, kann man sagen. Nee, Holzboden, obwohl, naja. Nee, lieber nicht. Erstmal den ganzen. Ah, warte mal, aber die Tür. Endlich mal die ganze. Jetzt natürlich eigentlich mit hatte, aber doch eventuell nicht. So. Der Lastor. Ja, das nächste ist. Bisschen dort. Eventuell könnte ich jetzt denken, dass sowas jetzt dabei rauskommt. Finde ich optisch angenehmer. Aber ja, ist halt meine Meinung. So. Auf der anderen Seite natürlich auch. Warum fahre ich runter? Ich habe drauf gedrückt. Das war irgendwie, glaube ich, nicht so ganz gut eingerastet. Komm weg damit. So. In Konzentration für mich natürlich. Fuck. Jetzt will das nicht oder was? Gut. Ja, komm, ich mach's einfach nochmal mit Stein zu. So, da ist der Stein. Das war natürlich jetzt gerade ein bisschen Schwachsinn. So stimmt das hier mal. Merkt schon. Volle Konzentration. Von oben bis unten gerade. Quatsch doch, mach ich das lieber hier. So. Und das nur noch zu machen. 15 Minuten left. Ja, ich könnte es. 5 Minuten habe ich dann noch, bla bla bla. Ja, komm. Minute 18 mache ich das Ganze hier mal. Genau, das hier muss weg. So. Gut. So, wieder mal so ein kleiner, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt machen wir davon mal ein schönes Foto zusammen. Ach komm, lass mich. Ah, der Feuerteil war das jetzt gerade gar nicht. Da ist das alles. Das nächste ist natürlich den Schädel anmachen. Und 1, 2, 1.
Runter. Game Mode 0. Und schnell essen und verstecken. Sie sind eh drin noch nicht fertig, das ist mir doch wieder eingefallen. Da finde ich, glaube ich, das, mit der sogar Cleanstone hier drinnen. Wartet. Ich gleich lasse mal jetzt mit dem Shader gerade ganz kurz. Muss nicht unbedingt mega flüssig sein, also. Aber auch nicht gerade die beste Grafikkarte drin, also man kann ja übertreiben. Apropos, warum gehe ich eigentlich mit dem weg? Mache ich hier ein bisschen. Mal zu Cleanstone. Und hier. Oh, ich habe noch, glaube ich, noch ein bisschen was bei mir drin. Das wäre jetzt ziemlich cool. Ja, das hauptsächlich noch, aber es ist ein bisschen was und ist halt auch nicht nix. Gut. Das hier so passt. Das Hütte. Einmal, zweimal. Ja. Das kann so ein bisschen dauern natürlich. Wir haben doch keine Zeit. Vielleicht sind wir. Lass ihn noch diesen Part fertig bringen, dann bin ich's. Ja, das war's. Dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Hoffe, euch hat dieser Part trotzdem gefallen. Ich war wirklich jetzt wieder mal ein Baupart. Und ja, bis bald. Tschüss.